Hallo, seid gegrüßt und herzlich willkommen zur 38. Episode, Folge, Ausgabe, wie auch immer, von dem Minecraft Let's Play auf dem Kanal. Ja, in der letzten Folge haben wir dann festgestellt, dass wir doch tatsächlich mal einen Zaubertisch brauchen und das vielleicht jetzt auch endlich mal in Angriff nehmen, diesen zu errichten, um ein bisschen was für die Spitzhacke beitragen zu können. Ihr seht zwar, da oben rechts ist die Minimap und besonders wichtig, endlich kann ich wieder das Inventar sortieren. Es nervt halt doch enorm, wenn das alles nicht so sortiert ist, wie es sein sollte. Ja, schnell das Zitat und dann geht's los. Diesmal ist das Thema Recht. Das Zitat stammt von Georg Jelinek und lautet: Das Recht ist nichts anderes als das ethische Minimum. So, ein bisschen das Mikrofon höher nehmen, merke ich gerade. Na gut. Dann wollen wir mal. Also, wir brauchen dazu Leder, Papier. Ja, Leder, da. Papier kriegen wir normalerweise aus. Haben wir. Ui, ich sehe Probleme auf uns drauf zukommen. Wir haben kein Zuckerrohr. Ist das wahr? Verdammt. Na, da müssen wir halt Zuckerrohr finden. Super. Als ob ich nicht an Zuckerrohr gedacht habe, ohne Mist. Au. Wie kann denn sowas passieren? Wie kann man denn, Frame-Zusammenbrüche, wie kann man denn Zuckerrohr vergessen? Naja, das Video wird direkt im Anschluss an die 15. Folge des Mystery DX Let's Plays aufgenommen. Das heißt, es wird am 12.06. aufgenommen. Ja, ich weiß, das Video erscheint am, jetzt muss ich überlegen, das ist der 13., 14., 15., am 22.06. wahrscheinlich. Also dezent im Voraus, da hinten ist wieder Wasser. Da gibt es vielleicht Zuckerrohr. Dezent im Voraus, aber es ist halt doch angenehmer so, denn wenn ich das richtig time, kann ich dann auch am Ende die Streams dementsprechend einrichten und kann mich da ein bisschen ausruhen, sage ich mal, und halt doch mehr in die Streams investieren. Denn am Ende in Minecraft ändert sich halt nicht viel. Natürlich, wenn die nächste Version rauskommt, die 1.16 irgendwann, ja gut, okay, aber. Ich bin halt so schon von der 1.15 fast überfordert, weil das sind immer noch so viele Sachen. Selbst bei der 1.14. Und ich sehe, haben wir. Ja, doch V-Sync ist an. Warum? Es lässt sich streiten, ob V-Sync immer das Klügste ist oder nicht. Das ist halt das. Ich stell's mal aus. So. Nicht, dass OBS irgendwas falsch macht? Hey. Das wäre nicht so cool. Das wäre halt gar nicht cool. Frames, 74 Frames, ne? 59, ja, eigentlich. Das wird ja mit 60 aufgenommen. Interessant. So flüssig läuft es gar nicht. Ach Mann, als ob uns wirklich das Zuckerrohr fehlt. Wie konnte ich da nicht dran denken? Naja gut, dann müssen wir erstmal zurück und das anbauen. Und warten. Ewigkeiten warten. Gut, wobei, wir haben. Kann man Zuckerrohr mit Knochenmehl stricken, wollte ich schon fast sagen. Kann man das wachsen lassen dadurch? Ich denke mal bestimmt, oder? Sollte doch machbar sein. Oh, es gibt wohl auch böse Töne von sich. Dieser leckere Tintenfisch. Oder auch nicht lecker, naja. Wie man es nimmt, wahrscheinlich eher. Yay, ein braunes Schaf. Es gibt ja bei gewissen Minecraft-Ereignissen auch tatsächlich Events. Wie wahrscheinlich die sind. Zum Beispiel gibt es keine Ahnung, wie wenig Prozente das waren für ein pinkes Schaf.
Ist sehr interessant, wenn man sich das mal so anguckt, was es da alles so gibt. Und da gibt es ja auch Leute, die extra Jagd auf solche Sachen machen. Wäre auch mal eine Idee, sowas mal auch zu machen. Um das Glück mal herauszufordern, denn am Ende, mein Name bedeutet auf Latein ja der Glückliche, aber ob das immer so dann auch Glück verspricht, das bezweifle ich doch eher. Ja, wenigstens ist ja schön alles ausgeleuchtet, auch wenn es nicht wirklich sehr schön aussieht, aber es ist ausgeleuchtet, immerhin. Trotzdem ärgerlich, dass hier kein Zuckerrohr groß wächst. Wie konnten wir das denn nur vergessen? Das ist eigentlich so eine wichtige Ressource, sage ich mal. Und wir haben es einfach vergessen. So. Außer natürlich, das wäre jetzt sehr traurig, wenn das so ist. Nee, da ist es nicht drin. Das wäre jetzt sehr traurig gewesen, wäre das die ganze Zeit in dieser Kiste drin, die für die Form wichtig ist. Ja. Außerdem brauchen wir ja auch noch Obsidian. Das ist ja auch noch so eine Sache. Erstmal Knochenmehl. Hier was drin? Ja, ein bisschen. Ich hoffe, dass das geht. Nee. Na gut, dann. Och, als ob. Machen wir uns halt erstmal Obsidian. Oh, kleines Creeper-Treffen hier. Auch nicht schlecht. Das können wir rein. Ach, wir hätten auch selber Knochenmehl machen können, sehe ich gerade. Egal. Ja, gehen wir mal schnell runter ins Verdammnis. Ohne auf die ganzen netten Creeper zu treffen. Wassereimer haben wir ja schon mitgenommen. Mal schnell hier vorbeigucken, das mal sorteren. Rohes Hammelfleisch, das können wir doch sicher. Ah, perfekter 64, das ist natürlich schön. Das ist doch erfreulich, so. Beziehungsweise gibt es ja. Gab es unten nicht schon eine Quelle für Obsidian? Doch, 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 da gab es schon eine. Na gut, währenddessen da oben halt das Zuckerrohr wächst, ist es ja nicht schlimm. Huch. Einmal nicht aufgepasst. Zick. So, jetzt läuft es wieder flüssig. Es ist halt wahrscheinlich, ja, Oberwelt. Immer so eine Sache. Und da ich halt nicht mehr mit Fraps aufnehme, ruckelt das halt irgendwie mittlerweile ein bisschen mehr. So, ich müsste mal überlegen. Ich glaube, relativ nah am Todespunkt war irgendwo Lava mit Obsidian. Oder? Nicht? Müsste halt auch mal das Schwert verzaubern. Es wären halt so viele Sachen. Aber naja, wie es halt immer so ist, man müsste so vieles, ja. Also, von daher. Ja, hier ist irgendwo Lava, das hört man schon mal. Hier unten. Ist jetzt zwar kein direktes Obsidian, aber haben wir halt jetzt Obsidian, ist am Ende ja egal. So, muss man nur aufpassen, bestimmt ist drunter auch nochmal Lava, das ist ja meistens so. Das geht. Haben halt nur noch 108 Haltbarkeit, naja gut. Zack, in Lava gefallen. Wir brauchen vier Blöcke plus 2, 4, 6, 8, also sagen wir mal 12, machen wir, ja, es ist fast das Ganze, ist egal. Denn irgendwann braucht man ja auch mal ein Tor für die Hölle. Oh nein, wie furchtbar. Es dauert halt leider so ewig. Ist halt schön, dass ihr auch diese Errungenschaft mit Obsidianabbau und Ice Bucket Challenge so als, ja, eigentlich als Erinnerung. Für die sehr bekannte Ice Bucket Challenge, die eigentlich, das war eine coole Challenge, muss ich sagen. Habe ich auch mitgemacht. Im Vergleich zu dem, was man jetzt so sieht, wo sich Leute einfach Deos oder irgend sowas in den Mund sprühen und dann das anzünden. Wie blöd kann man sein? Fragt man sich wirklich, wer kommt auf sowas und warum ist man denn so blöd, sowas nachzumachen, damit man die, keine Ahnung, 20.000 Klicks bekommt. Na toll, und? Die 20.000 Klicks, die machen den verbrannten Mund oder Rachenraum, je nachdem, wie weit das Aerosol dann im Mund war, machen die nicht wieder ganz. Also das ist, das kann halt richtig böse enden, solche Dummheiten, wirklich. Also da verstehe ich manchmal nicht, wie man auf sowas kommt.
Ergibt sich mir der Sinn einfach nicht, sage ich jetzt mal. Ach ja, wie viel haben wir jetzt schon? Vier, oder? Das reicht schon mal für den Verzauberungstisch, sofern wir ein Buch irgendwann mal haben. Sieben. Ach, habe ich ja gut geschätzt. Ich überlege gerade, oder vielleicht haben wir schon ein Buch irgendwo gehabt. Im Verzaubert ist auf jeden Fall. Eigentlich müssten wir die ganzen Dörfer mal dahingehend abklimpern, dass wir mal gucken, ob wir irgendwo einen Bibliothekar finden. Das ist halt die Frage. Das wäre mal sehr gut. Der ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Da der uns ja die ganzen schönen Zauberbücher übergeben kann. So ein Bogen mit Unendlichkeit wäre halt nicht schlecht. Mal bloß einen Pfeil mit dabei haben. Das wäre schön. Oder ein Schwert mit Flamme 5. Ach, gerne. Rückstoß dazu noch, ja. Alles schöne Sachen, die man sich so erträumen kann. So, das machen wir mal noch und vielleicht noch den Block daneben und dann reicht das erstmal an Obsidian. 13, ja, 15 war es 10, ja gut, dann machen wir auch 15. Dann können wir das Höllenportal bauen, obwohl ich noch nicht reingehen will. Weil da gibt es ja nun auch mittlerweile neue Strukturen, da bin ich auch sehr gespannt, was sich uns da noch alles ergeben kann. 15, ja, 15 reicht. Redstone lassen wir mal links liegen. Da unten wäre auch wieder Lava. Lohnt sich aber wahrscheinlich nicht. Es ist ja meistens so dieser Aberglaube, dass in der Nähe von Lava immer, 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 immer Diamanten sind. Aber okay, ein bisschen verlaufen. Ist natürlich Quark. Es ist halt eher so, weil halt dann dort unten halt, sag ich mal, relativ größere Räume in einen Chunk freigeräumt sind. Und man damit eher Diamanten sieht, als, ja, wenn man das so sich selber graben würde oder halt nur ganz schmale Gänge hat. Ich glaube, wir sind mir richtig. Nee. Da müssen wir hier aber auch mal gleich so eine Barriere machen, dass wir hier nicht nochmal lang gehen. Höchstens maximal so. Jetzt beginnt der Nachbar Gras zu mähen, auch nicht schlecht. Da müssen wir hier lang wahrscheinlich. So. Nee, das wäre auch zu einfach gewesen. Ja, sehr komplizierte Wege. Aber ich. Nein, das führt auch nicht zum Ziel. Bin ich denn. Bin ich denn. Oh, nee, kein Fallschaden, sehr gut. Also hier auch nicht, das ist nichts. Hier geht's noch höher. Aber da waren wir schon. Aber ich bin doch. Ich bin doch hier runter und habe mich noch gewundert. Ja, okay, das lädt da hinten nicht. Habe ich zwar nur laut gedacht, aber. Oder führt der Weg nach. Ach doch, na klar, er muss ja nach unten führen. Tada. So. Jetzt ist vielleicht schon das Zuckerrohr gewachsen. Das wäre schön. Es ist halt so eine Sache, wie konnte ich sowas vergessen? Irgendwo ärgert mich das halt selber, sage ich mal. Sowas Wichtiges zu vergessen, ist schon irgendwo sehr, sehr ungünstig. So, und jetzt gucken wir mal nach, ob wir nicht doch schon irgendwo im Buch oder wenigstens Papier haben. Ein Steak. Huch. Ach ja, das. Deswegen deaktiviere ich das F meistens. Das ist halt irgendwo doch nervig. Ja. Wow. Sehr, 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 sehr klug. Besonders. Ach nee, ich pflanze es erstmal an. Ich habe auch schon gesehen, dass da Bücher drin sind. Also wir können jetzt sofort endlich den Enchantment Table bauen. Aber ich baue es erstmal an, denn wir werden ja noch viel, viel mehr brauchen, einfach um auch besser verzaubern zu können. So. Ach ja, die Rüben machen wir auch mal neu. Beziehungsweise Rüben, naja, rote Beete, ich bin noch bei Animal Crossing. So.
Hey, man hat immer noch keine Melonensamen bis jetzt, ja. Gar nicht mal so cool. Und was wir auch gleich mal noch machen, das nervt nämlich auch. Vielleicht haben wir schon welche. Nein, haben wir nicht. Machen wir mal. Wobei, die heben sich nicht farblich ab. Das ist ungünstig. Machen wir doch mal Birkenholz, auch wenn ich das absolut nicht mag. Braune Wolle hat hier drinnen nichts verloren. Aber gleich mal noch zwei. Oder eine nur? Reicht eine? Nee, zwei müssen es schon sein. Zwei Trugplatten. Dann haben wir das Quatsch. Dann haben. Ja, das ist schön. Besonders weil es Erfahrung bringt, aber dann. So. Dann haben wir das hier mit der Tür auch mal geklärt. Angenehmer. So, ja. Wir brauchen ein Buch. Auf jeden Fall Erfahrungsflächen. Ja, gut. Papiersattel, Eisenklumpen. Toll. Ein Buch. Dann brauchen wir einen Diamanten, wenn ich mich recht entsinne. Wie war denn das? Das war. Nee. Ach, wie war denn das? Es gibt ja zum Glück eine App für alles mittlerweile. Zwei Diamanten, ja, okay, Buch. Ja, stimmt, vier Obsidian, habe ich ja auch gesagt. Zwei Diamanten. Das ist auch schön, dass es mittlerweile nicht mehr so verpackt ist, dass die Items dann rausgeschmissen werden, sondern sie werden halt einfach ins Inventar zurückgegeben. Wenn man nichts gecraftet hat. Hier ist das Buch. Endlich. Zaubertisch. Juche. Natürlich dann eher mit einer neuen Spitzhacke, das ist klar. Das ist ja selbsterklärend. Das sind Knochen. Ich verwechsel Knochen und Sticks relativ schnell bei dieser Grafik. Ja, das sieht aus. Das ist halt. Es ist zwar dünner, ja, aber mehr halt auch nicht. So. Haben wir das? Wir brauchen auch mal einen Amboss, fällt mir gerade so ein, wenn wir dann verzaubern von A nach B und ob's nicht Obsidian, sondern Lapis brauchen wir. Effizienz 1, toll. Effizienz 1 und das war's. Das Einzige, was wir machen können, wir können die anderen noch verzaubern und können die dann. Warum kann ich hier. Ach so, ja. Haltbarkeit 1, na immerhin. Jetzt muss ich auch wieder rätseln. Amboss, das war eigentlich nicht so. Wir können ja eigentlich hier. Ja, ich stelle sicher einen Smaragd her. Zeigt uns erst an, wenn wir. Zaubertisch. Steinsäge. Was bringt eigentlich die Steinsäge? Bringt die uns Vorteile bei irgendwas? Kolben, das sieht ja aber. Gut, das sieht ja bei dem Texturenpaket nicht gerade schön aus. Strohballen, ja, die brennen schön. Plattenspieler, Spender, nein. Ja, goldener Apfel, das ist doch das Beste. Armbrust wäre auch mal eine schöne Sache. Können wir eigentlich sogar herstellen. Dann muss ich schnell auch mal wieder die App aufrufen. Nicht Buch, nicht Zaubertisch, sondern das nennt sich doch tatsächlich Amboss. Oder. Nee, nicht in Fortschritte suchen, ich möchte in der ganzen App suchen. Amboss, so. Oben drei Eisen. Drei Eisenblöcke sogar. Oh ja. Naja, gut. Ich denke, mein Eisen sollte es ja eigentlich in der normalen Welt nicht scheitern. Dann machen wir mal drei Eisenblöcke. So, die kommen oben hin. Dann, ja, sieht auch irgendwo aus wie ein Amboss. Neue Rezepte verfügbar. Gut, dann kombinieren wir die mit der. Das wird die.
Fassglaser, Hacke. Ja, Effizienz 2, Haltbarkeit 1. Naja, immerhin. Kostet halt nur 5 Level. Und natürlich, wir können sie nicht nachverzaubern, das ist ja immer das. Wir können jetzt noch eine machen und dann. Aber es ist halt sinnlos, sich so zu steigern, ob das. Ich weiß nicht. Ich denke mal, das nimmt dann doch zu viele Erfahrungslevel, oder? Ich vermute es jetzt einfach mal. Nochmal Haltbarkeit, nochmal Effizienz. Ja, Erfahrungskosten 7, Effizienz 2, Haltbarkeit 2. Man kann da nur zweimal zweimal Haltbarkeit Stufe 2 und Stufe 2 kombinieren, so würde ich sagen. Ja gut, 7. Wir haben ja noch irgendwo diese. Aber ich bezweifle, dass. Ja, haben nicht gereicht, das war klar. Na gut, dann. Lassen wir die erstmal. Gut, da drinnen eigentlich nicht unbedingt, aber lassen wir die erstmal. Ja, neuen Bogen, das wäre meine Maßnahme. Gebratenes Schweinefleisch, Steak. Ah, Feuersteinkies müssen wir eigentlich alles mal wieder zurückbringen. Ich würde vielleicht doch noch einen kurzen Abstecher in die Hölle machen. So, rote Beete ist kein Mobdrop, Faden ist ein Mobdrop, Spinnenauge. Dann haben wir Nahrung, Nahrung, keine Nahrung, die brauchen wir, die nehmen wir mit. Das müssen wir mal noch raustun. Pflanzen, nee. Aber Sand und Kies. Ach so, okay. Kies, verrottetes Fleisch, das ist mit Nahrung. Was eigentlich kein Mensch braucht. Ob man eigentlich ein Boot auf der Lava platzieren kann, das wäre mal interessant. Das würde mich mal interessieren, ob das funktioniert. Sehr schön, Knochen haben wir mittlerweile sehr viele. Oder sehr viele, naja, ein Stack. Wir haben noch keine Monsterfalle. Dann sehe das vielleicht anders aus. Ah, okay, das Sortieren ist doch nicht so schön. Dann machen wir das mal lieber so. Dann tun wir das bei Sonstiges rein. Das ist auch sonstig. Nein, das brauchen wir jetzt. Aber haben wir nicht eigentlich. Nein, wir haben doch eigentlich ein. Wollte schon sagen, wir haben doch eins für Werkzeuge. So, und da können wir. Jetzt nochmal zurück den ganzen Weg. Ach, ist das schön. Alles zu schnell gemacht, wie im Meer. Ist ja nichts Neues, hm? Brauchen wir noch ein Feuerzeug, ansonsten wird das, ist es nicht unmöglich, aber wird es doch wahrscheinlich schwer, das Portal anzubekommen. So, haben wir noch ein paar andere Blöcke, ja. Weil so effizient wie möglich. Ach nein, vielleicht erstmal beim nächsten Mal schlafen. So, erstmal schlafen. Ist sonst nervig. Direkt mit dem Blick aufs Buch, das ist sehr schön. So. Angenehmer Enderman spawnt hin und her. Noch ein Enderman. Ja, sollen sie halt alles kaputt machen, mein Gott. Ja, dann nee, den Wassereimer. Gut, können wir eh nicht mit in der Hölle mitnehmen. Ist eigentlich egal. Zack, zack. Zack. Hä? Haben wir den jetzt angeguckt? Zählt das jetzt schon? Hm. Bumm. So. Und nochmal Fallschaden, jawohl. Die drei Obsidian nehmen wir raus. Die tun wir mal lieber zurück. Ja, klaut meine Blöcke, solange wir den Block hier nicht klaut. Den Komposter. Wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht mehr, wie das Rezept ist. So, verrottet es vielleicht. Na gut, bisschen Steak haben wir noch. Und dann gucken wir mal schnell noch. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Wie
konnte ich das nur eins zu wenig bauen. Eins zu niedrig. Eine Höhe zu wenig. Wieso fällt mir das jetzt erst auf? Oh je. Gibt bestimmt jetzt irgendjemand, der das hier gesehen hat und sich dann ins Fäustchen lacht und sich so denkt, was ein Noob. Ja, ich habe seit Ewigkeit nicht mehr so intensiv gespielt. Sag mal, vor 1,5 Jahren wäre mir das nicht passiert, aber. Naja. So, warte mal, jetzt müsste es aber eigentlich gehen, oder? Geht doch. Geht's doch, Gerta. Na gut, den einen. Und tschüss. Mal gucken, ob wir gleich von dem Geist getroffen werden. Ja, wir stotten halt direkt auf Lava, das ist immer gut. Nicht mal auf Lava, sondern auf Seelensand. Und schöne Lava-Slimes, das ist cool. Oder Magma-Slimes, wie man so nun nennen will. So, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Was passiert, wenn wir das Boot. Es verbrennt halt sofort. Okay, gut. Sehr cool. Schön hier. Toll. So, es ist ja so, dass es hier auch mittlerweile neue Erze gibt. Das ist zum Beispiel Netherquarz. Das kennt man ja. Oben Glowstone kennt man auch. Alles nichts Besonderes. Aber es gibt ja dieses, wie heißt das? Netherite oder so? Wo ist er? Das ist dann schon eher besonders. Ich würde mich mal hier hinten durchgraben, einfach so. Das sind diese Magma. Ja, genau, das sind diese Magma-Blöcke. Die können wir sehr gerne mitnehmen. Weil die brauchen wir dann für die Slime-Tötungsmaschine. Wie soll man es nennen? Ja, doch. Irgendwo so in der Drehe, so heißt es ja am Ende. Machen die auch Schaden, wenn ich dagegen laufe? Nee. Okay, nur wenn ich direkt draufstehe. Das ist gut zu wissen. Nochmal schön aufpassen, was hier vor sich geht. Ja, genau deswegen. Es hat nämlich ganz, ganz viel Lava und es wäre sehr ungünstig, wenn die neue Spitzhacke. Die wir gerade erst gerade so gebaut haben, gleich kaputt geht. Das bringt auch Erfahrung, das ist natürlich schön. So. Eigentlich ist der Seelensand, ist da auch der Gravitation unterworfen. Da hinten, da könnte runterfallen. Naja, gut. Wir werden uns da schon nicht hinbuddeln. Dann müssen wir uns halt. Ich weiß es nicht, wo können wir denn? Ich habe halt auch Angst, die ganze Zeit nur W zu drücken, weil. Ja, erstens kommen Lava-Blöcke, die sind nicht so cool. Und zweitens solche. Ich will es jetzt nicht Fallen nennen, aber. Irgendwo ja doch. Und Geister. Geister. Geister und Weißbrot. Ganz gefährliche Kombi. Okay, so. Jetzt sind wir schon mal hier. Nur was bringt uns das? Nicht viel. Es gibt Mini. Das ist ja süß. Es gibt die in den Mini-Formen. Das ist cool. Ja, ein bisschen leuchten. Lassen wir es auch noch. Aber eigentlich ist mein Ziel, irgendwelche Lava nicht zu finden. Besonders. Breitet sich die sehr schnell aus. Ich dachte, Lava war ein bisschen langsamer. Oder ist das in der Hölle anders? Die breitet sich schneller aus.
Jawohl, schön mit Frame zusammenbrüchen. So eine Netherfestung wäre halt schön. Aber das wäre dann doch sehr viel erwartet. Ist halt blöd, macht halt eigentlich bloß die Haltbarkeit kaputt von der ganzen Spitzhacke. Ja, schön ist das Netherquarz. Kann doch nicht sein. Oh. So nah am Ziel. Und doch so fern. Interessant. Bringt uns jetzt zwar nicht so viel, aber... Sieht wenigstens schön aus, ja. Schön. 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 Ach nein, nicht die schöne Spitzhacke. Uns gehen bei den Diamanten aus. Nicht die schöne Spitzhacke. Ernsthaft, es kann nicht sein. Es war halt auch eine Diamantaxt dabei, Diamantschwert. Das würde ich mir schon gerne wiederholen. Die Axt nicht mal unbedingt, aber ach, das kann nicht sein. Ohne Mist. Ach nee, machen wir noch mal alles schnell. Geht ja schnell, ist ja alles kein Problem. Was fehlt noch? Kopf. Das ist die Axt. Die Hacke brauchen wir nicht, die können wir uns schenken. Erstmal brauchen wir Stöcke. Ist halt schon irgendwo ärgerlich, oder? Also. Ach, Quatsch, nicht die Axt, nein. Weil die halt auch verzaubert waren, wir jetzt wieder bei Null anfangen. Aber naja. Nützt ja nichts, nicht wahr? So, dann noch eine Axt. Ja, ich sage ja, wir lassen das mit der Lava und nicht der Lava. Lassen das mit den Nether erstmal. Oh Mann. Nahrung ist dementsprechend auch weg. Gut, das war jetzt nicht so das Problem, aber. Es geht halt ums Prinzip. Rohes Rindfleisch. Wir haben gar nicht so viele Steaks. Wir müssen auch mal auf Nahrungssuche gehen. Das kann halt auch nicht so sein, dass da so viel fehlt. Na gut. Beenden wir das an der Stelle. Ich glaube, wir können sehr viel Brote herstellen. So ist es nicht. Ach, Mann, ist das ärgerlich. Ist halt sinnlos, auch zurückzurennen. Das war halt direkt Lava und da konnte man eh nicht raus. Also. Ich hätte eh nichts machen können, wahrscheinlich. Na gut. Soll es das von diesem Teil gewesen sein? Immerhin, wir sind wieder Level 1. Cool. Und die Spitzhacke ist halt komplett futsch. Aber naja. Was soll's. Wir sehen uns im nächsten Teil, wenn ihr wollt. Bis dann.